Kommunikation ist das Thema. Wir haben eine Oberfläche geschaffen, wo eben das wie ein Mischpult ist. Ja? Wir bauen keine Internetseiten, weil die gibt es, die sind da. Wir bauen praktisch eine Art Plattform. Dieses Tool oder dieses Werkzeug spült alles in einem. Unsere Stärke ist es, unser sozialwissenschaftliches Know-how, das wir haben, mit der Technik und den Menschen in Verbindung zu bringen. Und da schauen wir, diese Interaktion, die jeder Bürgermeister drauf hat und kann im Live, zu verstärken über die Technik und mit unseren Mitteln der Sozialwissenschaft auch zu messen, wie ist das angekommen. Ja? Entweder gibt jemand ein akustisches Statement ab, eine Meinung, ein anderer macht ein kurzes Video, der andere schreibt was und wir können zum Beispiel eine Umfrage liefern. Und jetzt entsteht aus dem Gesamten in Bezug auf ein Thema, ja, was im Ort läuft, ein Kommunikationsprozess auf komplett neuer Ebene. Vox Populi, der Sender, der Ihrer Meinung Stimme gibt und Stimmung macht. Senden Sie uns Ihren Beitrag zu Politik, Kultur, Wirtschaft oder Lifestyle auf MP3-Format. Und wir senden Ihr Statement über unser ComVivo-Live-Portal www.humaninstitut.at/vox-populi. Humane soziale Netzwerke entstehen im Gespräch von Mensch zu Mensch. Vox Populi erhebt Ihre Stimme. Das Webradio ist eine mediale Schiene, um Informationen rüberzubringen, dient aber auch als unterhaltendes Medium nebenbei. Und dann bietet dieses Radio auch die Möglichkeit der Interaktivität, sowohl für uns und in Zukunft eben auch der Interaktivität für die Anwender in verschiedenen Bereichen, sei es bei der Mitgestaltung der Musik oder sei es durch das Einbringen von Beiträgen. Wir konkurrenzieren uns nicht mit Facebook, YouTube und Co. und wollen es auch nicht neu entwickeln. Ja. Die Zielsetzung ist, die Tools, die es gibt, schlau zu vernetzen in einer Oberfläche und den jeweiligen Bürgermeister oder der Gemeinde dieses Interface individual regionalisiert. Das heißt, ihr habt nicht das Gleiche wie alle anderen, sondern jeder, durch das, wie er selbst beackert und bewirtet, hat ein individuelles, weltweit erkennbares Interface.